Westland von oben ist ein Meer aus Glas. Gewächshäuser auf einer Fläche so groß wie 3000 Fußballfelder. Unten schlägt mir die Wärme entgegen. Das ist lecker, hä? Und der Stolz von Bart von Moers. Kresse ist sein Produkt und neuerdings auch das Know-how dahinter. Wir sind hier echt das Silicon Valley des Gewächshausbaus. Kräuter in Plastik, Hightech aus Holland. Der Export läuft. Es hilft der gute Ruf. Die Niederlande sind ein Handelsland mit offenen Türen, mit einem weiten Blick hinaus in die Welt. Das gilt auch für unsere Branche. Es wäre schön, wenn die Türen offen blieben. Dazu gehören Gastfreundschaft, Offenheit. Aber ich habe echt Sorge, ob das mit der neuen Koalition so bleibt. Denn darin ist Geert Wilders der starke Mann. Abschluss des Europawahlkampfs in Den Haag. Migration ist sein Erfolgsthema. Meine Partei wurde die stärkste bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden vor einem halben Jahr. Wenn wir morgen wieder so ein Ergebnis haben, ist das gut für unser Volk. Er baut gerade an einem Bündnis mit drei weiteren Parteien. Konservative mit Rechtspopulisten. Das Modell wünscht sich Wilders auch fürs neue Europaparlament. Die Folgen seiner Migrationspolitik werden spürbar sein, zuerst in Ter Apel. Jacqueline Engbers führt durch die zentrale Aufnahmeeinrichtung. Alle Asylsuchenden müssen zuerst hier durch. Danach haben Gemeinden die Pflicht, sie unterzubringen. Doch ein Gesetz zur Verteilung will die künftige Regierung streichen. Das hat direkte Folgen für Ter Apel. Denn dann können wir die Menschen nicht mehr so leicht übers Land verteilen. Die bestehenden Einrichtungen dort sind alle voll. Wird es dann wieder so wie 2022? Das kann sein. Theoretisch ja. Damals führte der Migrationsstau in die humanitäre Not. Menschen lebten unter freiem Himmel, teils wochenlang. Die Lösung der neuen Regierung ist die härteste Asylpolitik aller Zeiten. Sie haben davon gehört, glauben aber weiter an ihr Bild der Niederlande. Warum sind Sie hierher gekommen? Weil Sie hier die Menschenrechte respektieren. Das ist mein Ziel für die Zukunft meiner Kinder. Jacqueline Engbers verfolgt seit Jahren die Migrationsdebatte. Es ist nicht erst in diesem Wahlkampf so, dass man nicht mehr normal über Asylsuchende sprechen kann. Sie werden gleichgesetzt mit Menschen, die Ärger machen und das Land ruinieren. Die Geschichte verfängt bei einem Teil der Wähler, 2 Kilometer weiter im Dorf Ter Apel. Wir haben viel Ärger in Ter Apel mit Asylsuchenden und was da so kommt. Wilders kann auch nicht wahr machen, was er verspricht. Ist unmöglich. Zurück nach Westland zu den Gewächshäusern. Daneben neue Wohnblöcke für Saisonarbeiter. Die Kennzeichen zeigen, woher sie kommen. Arbeiten im Glashaus, wohnen direkt daneben. Der Platz ist knapp, bestätigt der Bürgermeister Bauke Ahrens. In der Hochsaison kommen bis zu 18.000 Arbeiter. Das sind 10% der Gesamtbevölkerung. Auch ukrainische Familien hat die Gemeinde hier einquartiert. Mehr sei unmöglich, sagt Ahrens, ein Sozialdemokrat. Die Aufgabe ist sehr groß. Wir haben die Ukrainer, wir haben Menschen mit Bleiberecht und die Arbeitsmigranten. Darum hat unser Gemeinderat gesagt, wir räumen der Unterbringung von Asylsuchenden keinen Vorrang ein. Es ist ein Zwiespalt. Saisonarbeiter ja, Asylsuchende nein. Gut, dass die Pflicht zur Aufnahme wegfalle, sagt Ahrens und gibt den Rechtspopulisten Vertrauensvorschuss. Ich will Wilders Partei nicht nach ihrer Vergangenheit beurteilen, sondern nach dem, was sie jetzt tut. Eine Partei kann sich ändern, wenn sie aus der Opposition in die Regierung kommt. Das hofft auch Dirk Roting, der Gast im Radio. Er war mal der Sprecher des EVP-Chefs Manfred Weber und ist
Spitzenkandidat einer der Parteien, die mit Wilders koalieren. Was in den Niederlanden geht, geht das bald auch im EU-Parlament? Ausgangspunkt sollte sein, ob Parteien bereit sind, europäische Lösungen zu definieren. Für einige der Probleme, die wir haben. Das Problem ist auch, dass rechts von der EVP gerade Chaos herrscht. Man weiß nicht, zu wem sie gehören. Man weiß nicht, wer mit wem befreundet ist. Das Chaos kommt wohl auch gelegen. Eine klare Antwort klingt anders. Noch einmal nach Westland, ins Gewächshaus von Bart van Meurs. Seinen Arbeitern will er keine Wahlempfehlung geben. Laut Umfragen könnte jeder Dritte für Wilders stimmen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich kann es nicht sagen. Aber ganz sicher wird es keine Partei der neuen Koalition. In den Niederlanden ist Europawahl im Spannungsfeld zwischen Abschottung und dem weiten Blick in die Welt.